Hi zusammen und herzlich willkommen im Bücherland. Ich heiße euch willkommen zum November. Ich habe mir überlegt, ich möchte im November so ein bisschen alles organisierter machen fürs neue Jahr, also alles vorbereiten. Ich kriege dann immer so einen kleinen Aufräumflash und möchte strukturiert und sortierter ins neue Jahr starten. Das klappt meistens nicht so gut. Aber es geht ja auch um den Spaß bei der Sache. Und ich habe mir überlegt, im November nehme ich euch mit. Wir sortieren ungeliebte Bücher aus. Das heißt, es wird ein Unhaul geben. Das machen wir heute. Ich werde im Anschluss mir dann auch etwas gönnen und neue Werke bei mir einziehen lassen. Also so ein paar von der Wunschliste, die vielleicht auch schon das ganze Jahr dort gewartet haben, werde ich mir dann in der Bücherei gönnen und euch wieder mitnehmen und so einen kleinen Live-Haul machen. Also wenn ihr Lust habt, haltet da mal die Augen auf. Und anschließend habe ich mir überlegt, werde ich euch dann zeigen, was neu bei mir eingezogen ist natürlich. Und eventuell, ich möchte nicht zu viel versprechen, eine kleine Bücherregaltour machen. Ich habe den größten Respekt davor. Ich habe es schon so oft versucht und bin kläglich gescheitert. Also mal gucken. Aber ich werde euch auch in dem Rahmen meinen Sub vorstellen. Das heißt, welche Bücher sind noch ungelesen bei mir, stehen noch bei mir im Regal? Welche Bücher von der One-to-Read-Jahresliste sind gelesen worden und welche nicht? Und das wird eine lange, lange Liste sein, glaubt mir. Da bin ich, glaube ich, kläglich gescheitert. Und heute sortieren wir mal zusammen aus. Ich habe ja drei Regale. Eins im Schlafzimmer, eins im Hausflur hier bei uns, im Wohnungsflur und eins im Wohnzimmer. Entschuldigt übrigens, wenn ich noch nasal klinge und angeschlagen. Heute ist der erste Tag seit 2 Wochen, wo ich mich halbwegs fit fühle und wieder wie ein Mensch, auch wenn ich nicht ganz so aussehe, glaube ich. Und ich wollte euch unbedingt mitnehmen. Ich hatte Lust, heute ein bisschen was zu machen. Doch die Frage ist ja, wie entscheidet man, welche Bücher bleiben und welche nicht? Das entscheidet ja jeder ganz individuell. Ich habe mir überlegt, ich gehe wirklich jedes einzelne Buch durch und guck mal, was es für ein Gefühl mir gibt. So ein bisschen die Marie Kondo-Gefühle-Methode. Sparkelt es Joy oder nicht? Ich möchte vielleicht Bücher behalten, die ich nochmal lesen möchte. Ich werde eventuell Bücher behalten, die ich geschenkt bekommen habe und die deshalb einen emotionalen Wert für mich haben. Bücher, die ich in Leserunden mit euch entdecken durfte und deshalb einen ganz besonderen Platz bei mir haben, die mich an euch erinnern, die mich an die schönen Lesestunden erinnern. Ich werde vielleicht auch Bücher vom Sub, also ungelesene Bücher, rauswerfen, weil ich das Gefühl habe, die werde ich nicht lesen. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie radikal ich das Ganze angehen werde. Ich mache das gerade auch in anderen Lebensbereichen, das heißt mit Anziehsachen, Küchenutensilien und so weiter. Und ich merke, wie gut mir das tut, mich auf das zu besinnen, was ich wirklich liebe und brauche. Und dann kann man ja immer noch aufstocken und sich Neues holen. Und das ist ja auch schön. Also, ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir legen los. Und los geht's. Ich habe ganz oben in meinem Regal begonnen bei den Klassikern und einmal geguckt, was für ein Gefühl geben die Bücher mir. Habe ich es bereits gelesen? Ist es vielleicht in einer Leserunde zusammengelesen worden und deshalb möchte ich das Buch behalten? Aber mir war relativ schnell klar, bei den Klassikern werde ich wahrscheinlich keins aussortieren. Beim Zauberberg war ich mir unsicher, weil ich es letztes Jahr begonnen habe und dann nicht weitergelesen habe. Deshalb kam es erstmal auf den, ja, vielleicht Stapel. Dann hatte ich das Buch von Faust in der Hand, ein altes Schulbuch, wo ich mir auch erst nicht unsicher war, aber da waren so tolle und interessante Bemerkungen drin, dass ich mich dafür entschieden habe, es zu behalten. Ja, hier sieht man einen kleinen Einblick meiner Klassiker von ganz alten Büchern über Lyrik, von Emily Dickinson zu Rupi Kaur. Das ist also alles dabei, was ich liebe, liebe, liebe. Meine Rilke-Gedichte, Nietzsche, also auch ein Teil Philosophie. Ja, die Jane Austen-Bücher, die man hier sieht, könnte ich mal sauber machen. Liebe Heike, schöne Grüße an dich. Ich finde es ganz toll, dass wir diese Bücher zusammen entdecken konnten. Und ja, den Sticker von Tolstoi, den sollte ich dann auch mal wegmachen. Ansonsten habe ich so versucht, eine grobe Ordnung in meinem Regal zu schaffen, indem ich nach Genre sortiere. Also alles, was gruselig ist, was spannend ist. Hier sieht man die Erik Axel Sund Trilogie. Und da kommen wir zum einem meiner liebsten Fitsex, die Therapie. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia, für das Geschenk. Und wir kommen dem ersten Buch, was ich aussortieren werde, und zwar Tic-Tac, ein Thriller, den ich im letzten Jahr entdeckt und lieben gelernt habe, den ich aber nicht nochmal lesen werde. Und ich glaube, ich kann damit jemand anderes eine größere Freude machen. Deshalb habe ich Tic-Tac auch erstmal aussortiert.
Tanner French, der dunkle Garten, leider ein Jahresflop, sieht auch fürchterlich aus. Werde ich nach meinem Jahresflop-Video auch definitiv aussortieren und nicht mehr spenden können. Dafür war Geheimer Ort von ihr im letzten Jahr eines meiner absoluten Jahreshighlights. Schade. So, hier sieht man einmal das erste Regal, welches im Flur steht, im Ganzen. Wie gesagt, ich habe es nicht nach Farben sortiert, sondern grob nach Genre. Hier ist das kleine Hängeregal im Schlafzimmer. Da habe ich so die neueren Werke und ja, Bücher, die mir auch einfach etwas mitgeben. Ratgeber, politische Bücher, die ich einfach auch abends gerne mal so für ein paar Seiten, ja, mein Bett stehen habe für ein paar Seiten und die auch gerne lese. Das ist das Wohnzimmerregal, ja, After Deutsch und Englisch, machen wir da bitte schnell weiter. Und hier steht meine Want-to-Read-Liste für 2019, in der ich kläglich gescheitert bin. Da kommt aber nochmal ein Update zu. Aber ein Tipp, stellt euch doch alle ungelesenen Bücher einfach mal in eine Regalreihe. So habt ihr einen Überblick, so seht ihr, okay, das sind meine, die auf dem Sub sind. Hat mir total geholfen. Jetzt nicht in dem Fall, aber es gibt trotzdem einen guten Überblick. Und hier ein paar meiner Fantasy-Bücher. Reich der sieben Höfe, es ist eine Liebe. Sarah, die kleine Prinzessin. Möchte ich auch dieses Jahr unbedingt noch lesen. Ja, da kommen einige auf die Liste. Mal gucken, was ich davon noch lesen kann. Dann ist mir aufgefallen, wie dreckig mein Regal ist. Ich bin im Schnellsport mal drüber gegangen, aber eigentlich hätte ich das auch mal ganz sauber machen sollen zum Neustart. Es sind folgende Bücher bei mir bis jetzt ausgezogen, ihr Lieben. Ich weiß noch nicht ganz, ob das dabei bleibt. Es gibt auch bald ein kleines Tauschpaket und das motiviert natürlich nochmal zusätzlich, weil ich weiß, einige werden sich wahrscheinlich über diese Bücher freuen und es ist tatsächlich eins von meinem Sub ausgewandert und zwar The Girl Before. Sie war wie du und jetzt ist sie tot. Ich habe es schon so lange hier stehen und noch nicht gelesen und dann hat die Carly von Carlys Books auch hat ein sehr interessantes Video dazu abgedreht und ihre Meinung geteilt. Dann ist es wieder so ein bisschen nach oben gewandert auf jeden Fall. Aber irgendwie glaube ich, dass es jemand anderes vielleicht mehr Spaß bereiten könnte. Und ich denke da auch schon an jemand ganz Bestimmtes aus unserem Wanderpaket. Und deshalb zieht es aus. Ja. Tom Hillbrandt, Bittere Schokolade, ein kulinarischer Krimi. Ich meine, wo Schoki draufsteht, müsste ja eigentlich meinen Namen schreien. Aber das ist ein Buch, was meine Mama mir mal zurückgegeben hat, weil sie dachte, ich hätte es mir bestellt und ihr geschickt. Dabei habe ich es ihr geschenkt. Und ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, sie hat es sogar schon gelesen und dann an mich zurückgegeben. Deshalb zieht das aus. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich habe es mir selber nicht ausgesucht und das ist kein Herzensbuch. So, kommen wir zu eins, auf das ich mich eigentlich sehr, sehr gefreut habe. Und das ist Into the Water von Paula Hawkins. Und vielleicht begehe ich hier einen sehr schlimmen Fehler. Ich habe reingelesen, es hat mich nicht gepackt. Es hat mich nicht gepackt. Ich weiß nicht, warum. Traue keinem aus, auch nicht dir selber. In den letzten Tagen vor ihrem Tod rief Nell Abbott ihre Schwester an. Julia nahm nicht ab, ignorierte den Hilferuf und jetzt ist sie tot. Also eigentlich genauso was, was ich mag. Ein Thriller, wo jemand selber hinter so ein Geheimnis kommen muss, was eigentlich passiert ist. Ein Roman steht hier aber drauf. Oh, und von der Autorin des Nummer 1 Bestsellers Girl on the Train, wo ich auch nur Schlechtes von gehört habe. Also, nee. Vielleicht tue ich dem Buch Unrecht und der Autorin, aber das zieht aus. Eva Plaschka, Fairwater, die Spiegel des Mr. Bartholomé. Willkommen in Fairwater, dem Venedig Marylands. Mit seinen dunklen Kanälen und steinernen Brücken. An diesen Ort voll seltsamer Gestalten verschlägt es die Washington Reporterin Gloria. Es befindet sich eine Traumwelt unter diesen Kanälen. Also es ist auf jeden Fall im Bereich Fantasy einzuordnen. Ich habe es mal mitgenommen als Mängelexemplar für 4 Euro, weil hier auch so ein, ihr seht es schon, so ein Kratzer, so eine Macke drin ist. Ich glaube, ich werde jemanden von den Booktube-Kollegen, Freunden mal fragen. Da fällt mir nämlich auch jemand ein, ob das vielleicht für sie was sein könnte. Aber ich weiß auch, dass sie mit Macken gar nicht klarkommt. Also vielleicht spende ich das Ganze in öffentlichen Bücherschrank. Mal gucken. Das mache ich nämlich sehr gerne hier vor Ort. Die unterstütze ich sehr gerne und gebe auch ab und an eine Spende ab in Form von Geld. Weil ich das einfach super finde, dass das bei uns so möglich ist oder möglich gemacht wurde. Ein Thriller, den ich im letzten Jahr sehr gerne gelesen habe. Und das Besondere an dem Thriller ist, dass er rückwärts gelesen wird. Das heißt, wir bekommen das Geschehen rückwärts erzählt. Es wird nicht rückwärts gelesen, das wäre ein bisschen schwierig. Ja, und so. Nee, das klang jetzt auch eher wie, na egal. Und hätte es für mich hier gar nicht gebraucht, das fand ich das Interessante. Also es hätte für mich gar nicht
andersrum erzählt werden müssen, weil ich fand es so auch mega spannend. Mir hat es gut gefallen. Ich werde es aber nicht nochmal lesen und möchte das dann auch hinaus in die Welt schicken. Genau. Osman, der Zauberberg. Ich habe es angelesen, mir hat es sehr gut gefallen. Und irgendwie hat mich dann die Motivation verlassen letztes Jahr im Winter. Thomas Mann. Ich wollte mich ja mit Thomas Mann nicht anfreunden, aber nach Tod in Venedig war Thomas Mann sowas von meiner Leseliste verschwunden. Und ich habe gesagt, ich möchte nie wieder was von Thomas Mann lesen, sehen oder sonstiges. Ich fand den Film schrecklich, ich fand das Buch schrecklich. Wahrscheinlich werden jetzt einige von euch mit den Köpfen schütteln. Das behalte ich, Leute. Ich glaube, das behalte ich, der Zauberberg. Das ist ein Klassiker und ich möchte mehr Klassiker lesen. Am liebsten einen pro Lesemonat übrigens. Mal gucken, ob ich da erfolgreich sein werde. Nee. Der kommt erstmal wieder zurück, der Schinken. Ich habe so ein paar Bücher bei mir im Regal drin stehen, die ich wahrscheinlich mal vor Jahren gelesen habe, die in erster Linie aber dastehen, weil sie mich an meine Mama erinnern. Weil das Autorinnen sind, die ich dank meiner Mama kennengelernt habe und weil es Geschichten sind, die ich noch richtig vor Augen habe, wie sie bei ihrem Regal standen. Und dazu gehört auch dieses hier, Mary Higgins Clark, das Haus am Potomac. Und deshalb seht ihr auch bei mir im Bücherregal einige Bücher, die älter sind, die vergilbt sind, die auch nicht mehr so schön aussehen. Genauso wie das hier. Lauf, Jane, lauf. Aber es erinnert mich an meine Mama und deshalb bleibt das. Und das Buch habe ich gelesen, ich fand es spannend. Ich werde es aber nicht nochmal lesen. Und ich habe noch eins von Mary Higgins Clark, was ich super fand und was mich auch an meine Mama erinnert hat. Also dank meiner Mama lese ich Mary Higgins Clark überhaupt und habe wahrscheinlich auch generell mit dem Lesen angefangen und dank meiner Schwester. Und das weiß ich wirklich zu würdigen und zu schätzen. Und das ist ja das Schöne an Büchern, ne? Es sind ja nicht immer nur die Geschichten da drin, die einen emotional bewegen, die einem was mitgeben, sondern auch Erinnerungen, Momente. Und das ist toll. Aber das kommt weg. So, sind nicht ganz so viele, aber immerhin sechs Bücher sind jetzt bei mir ausgezogen. Doch, ich bin zufrieden damit. Ich habe dir eins davon gelesen hier, von auch The Girl Before und Into the Water. Sagt ihr, das war richtig gut? Bitte, bitte, bitte teilt eure Meinung mit mir. Ich bin so gespannt darauf. Und ja, ein paar werden wahrscheinlich ins Wanderpaket, werde ich da reinpacken. Und den Rest werde ich im öffentlichen Bücherschrank spenden. Auch eine Tauschgruppe, da habe ich bis jetzt noch nichts reingestellt, weil ich zwar letztens aussortiert habe, aber für mich da nie so die Werke drin, weil ich gesagt habe, die möchte ich weitergeben. Die waren auch nicht im guten Zustand. Und das ist ja bei den oberen hier ähnlich. Und jetzt kommt ein Wanderpaket. Dafür brauche ich natürlich auch ein paar Bücher. Mal gucken, ob ich. Also ich werde das nächste Mal aussortieren und auf jeden Fall euch ein paar reservieren, falls es was für euch überhaupt ist. Genau. Also ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren. Das nächste Mal nehme ich euch mit und wir machen einen Live-Haul zusammen. Da freue ich mich total drauf. Ich mag das total gerne, euch mitzunehmen und mit euch zusammen über zu überlegen, welche Bücher ziehen ein oder nicht. Das macht mir immer großen Spaß. Und ansonsten bleibt bunt, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal.